Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde für Zeit für Freunde mit Sims 4 und ja, unsere drei Mädels, der Tanja hier in dem Bild, der Yuki und der Candy, die auch irgendwo ist. Und wir sind ja vom Urlaub zurückgekommen und da habe ich jetzt Yuki gerade hier und ja, Moment, ich muss hier gerade nochmal diesen Hasen irgendwie umsetzen, der stand mir noch irgendwie im Weg. Ich habe die Yuki noch hier und die wird jetzt hier noch die Kuh pflanzen, einpflanzen. Und ich war am Überlegen gerade, hatten wir noch irgendwas gehabt? Ich glaube, ansonsten hat alles Tanja, glaube ich, gemacht gehabt, meine ich, ne? So, ich guck mal, wo sind denn die anderen? Oder anders, nochmal ganz kurz. Was haben wir denn? Donnerstag, 13 Uhr. Wir sind noch im Urlaub, aber am nächsten Tag um 9 Uhr ist es auch schon wieder, da geht's los. Oh, stimmt, du hast recht. Mir fehlen hier irgendwie... ach Gott, was habe ich denn hier alles drin? Das kommt noch aus dem Urlaub, was? Mir fehlt jetzt erst einmal noch ein paar, noch eine Tür, sonst komme ich ja da nicht rein. Was für eine Tür? Tür würde denn da eigentlich ganz gut reinpassen? Die hier, hypermodernes Tor. Ich nehme mal schwarz. Das passt so ein bisschen zu der Tür. Und auf die andere Seite, da haben wir das auch weggemacht. Was habe ich denn jetzt genommen? Hä? Das da. Und ja, dann machen wir es auch nochmal da rein. Dann können wir auf der anderen Seite nämlich auch nochmal rein. Und das würde ich jetzt gerne hier nach vorne noch bringen. Das geht jetzt nicht anders. Wir haben ja noch ein bisschen Platz nach vorne hin sozusagen. Und den Garten, den müssen wir hier halt ein bisschen eingrenzen. Wobei wir natürlich auch noch sogar noch ein bisschen weiter könnten. Aber schauen wir mal. So, wartet mal. Haushaltsinventar, ich habe ja gar nicht geguckt, wie gesagt. Ein handgeschnitztes Wandregal. Das wurde ja von Candy gemacht. Und das würde ich jetzt hier in den Flur vielleicht, oder warte mal. Warum auch so weiter. Und dann auch noch ein Spiegel, der ist handgeschnitzt. Warte mal, da müssen wir ein bisschen mehr Platz. Das geht da leider nicht. Naja, gut. Wird schon... Ja, komm, wir lassen es. Was haben wir dann hier noch? Das möchte ich auch nochmal gerade rausholen. Ein paar Würstchen. Dann einmal die L-Ritze. Kann ich die nicht? Den lege ich mal hier hin, okay. Dann die verkaufen wir. Dann haben wir hier noch eine faule Forelle. Okay, die ist die eigentlich auch faul? Wahrscheinlich, ne? Komm, die verkaufen wir auch. Dann haben wir hier noch ein paar Würstchen und noch ein paar Würstchen und Grillkäse. Yay! Und drei Löwenmäulchen. Ich glaube, die brauchen wir nicht mehr, ne? Und das andere, das war eigentlich noch hier drin. Da hatte ja mal die Tanja auch noch mal einen Schreibtisch. Das brauchen wir aber gerade nicht. Jetzt bin ich mir gerade nicht sicher. Doch, ich habe das nachher noch gemacht gehabt, nachdem ich aufgehört habe. Habe hier noch eine Werkbank jetzt reingesetzt für Candy. Und habe hier noch ein paar Sachen momentan einfach auf den Boden gestellt, weil es einfach hier so irgendwie besser aussah. Warte mal, das machen wir mal ein Stück tiefer auch. Ja, also das ist momentan so ein bisschen das Sammelzimmer, aber es werden noch andere Sachen noch dazukommen. Also ich werde noch ein paar, Stühle, Tische, nein, Regale und sowas auch noch mit reinstellen. Ja, ein bisschen was hatte ich noch verkauft, das was ich zu viel oder doppelt hatte, deswegen haben wir dann doch schon wieder 3000. Und ich wollte nur ein bisschen auch noch warten. So, warte mal, Yuki, geh mal hier. Pflanzen, bitte. Ich wollte nur einfach auch warten, weil wir Montag hier wahrscheinlich wieder eine Rechnung bekommen. Und von daher, ja, müssen wir einfach halt wirklich mal gucken, inwiefern oder was wir jetzt direkt brauchen. So, ja, und das, glaube ich, kannst du bewässern oder so. Wo ist sie denn jetzt hin? Meine Kuh ist verschwunden. Das ist ja doof. Das ist... okay. Oh, hier vorne. Was macht denn die Kuh da vorne? Und die andere? Da. Ich wollte die im Garten vielleicht haben.
Okay, wir bewässern die mal und ich denke, man kann die ja später auch noch umstellen. Irgendwie war da anscheinend sehr wenig Platz oder so. Also wir schauen mal, vielleicht auch da hinten oder keine Ahnung. Ja, wir müssen ja auch mal gucken, ob, ja, ich schaue einfach mal. So, dir fehlt etwas Soziales, dann würde ich doch mal sagen, komm, ruf doch mal irgendjemanden an. Und, ja, den Sebastian Jakob zum Beispiel. Dann gucke ich jetzt nochmal nach Candy, die schläft noch, ja. Die hat, oh, Mist, Zeit für Arbeit schon seit 14 Uhr, na dann muss ich sie mal direkt aufwecken. Haben wir eine gute Chance? Ja, es geht so, lala, ne? Was haben wir denn eigentlich momentan? Ja. Sonst hatte ich es mir doch mal angezeigt, wo ich denn bin. Egal. Wahrscheinlich nicht, während ich zur Arbeit gehe. So, die Tanja, die schläft immer noch auch. Ja, die lasse ich dann auch schlafen. Dann gucken wir doch mal wirklich mit Yuki, was wir denn mit Yuki machen. Yuki, bewässer doch mal. Warum kann sie das nicht? Verdammt. Was ist denn los? Oh, ist eine Kuhpflanze wirklich so groß? Ach du Schande. Okay, deswegen ist die auch da vorne. Dann würde ich nämlich, dann würde ich mal so sagen, hier und dann mache ich den Garten doch sehr viel größer, oder? Okay, ich vergrößere unseren Garten nochmal ein ganzes Stück nach außen. Das war jetzt so in dem Sinne im Grunde ja echt nicht geplant, aber naja, was habe ich denn jetzt hier reingemacht? So unsere ganzen Sträucher. Was habe ich jetzt gemacht? Achso, Moment. So, das da und dann einmal. Hier ist nichts zu klonen. Ja. Ach, jetzt weiß ich wieder nicht, wie habe ich denn das gemacht? Wie habe ich denn das gemacht? Och Mann, das ist ja manchmal echt doof. Nee, das kann ich nicht. Und einmal Pipette. Ich möchte das gerne. Na, okay. Habe ich es dann nicht weggemacht? Ah, okay, ich habe es nicht weggemacht. Ich dachte, jetzt. Man muss quasi den Steinboden wegmachen und wieder an Dings zu kommen. Ich habe jetzt auch leider den Baum mit weggemacht. Aber naja. So, dich stellen wir nochmal hier hin. Dann eine der Kühe, die würde ich gerne nämlich hier einfach mal reinpflanzen und da haben wir jetzt noch ein paar andere Sachen gehabt. So, einmal das da und das hier und das hier und dann noch das hier. Ja, die Kudiko lasse ich mal hier draußen, ich gucke mir das dann später mal an. So, Yugi, ist es jetzt möglich, dass du das bewässerst? Ja, sehr schön. Mikroskopprobe sammeln noch hier und dann bewässern mal die hier noch. Und dann gehen wir mal Pflanzenprobe analysieren und einfach mal verwenden, dass du da ein bisschen auch ja, was lernst. Candy! Okay. Was ist jetzt mit dir los? Warum bist du nicht zur Arbeit gegangen? Okay, komm, zur Arbeit gehen. Ich muss sie dann doch nochmal schicken. Keine Ahnung, irgendwo war da jetzt ein Fehler. Was auch immer. So, meine liebe Tanja, wie geht es dir? Auch nochmal kurz Tanjas Zimmer. Ich habe hier also wirklich die ganzen Fische hier hängen. Sehr interessanten Fische. Den finde ich unheimlich interessant. Ja, also wir haben wirklich jetzt von allem habe ich mindestens einen. Ich glaube, den Koi habe ich jetzt zweimal an der Wand. Den finde ich auch super interessant, einen Regenbogenfisch. Es gibt ganz unterschiedliche Barsche irgendwie. Den habe ich jetzt auch noch ein zweites Mal belassen, weil ich den auch irgendwie goldig finde. Und ja, oben habe ich jetzt keine Fische. Die sammelt jetzt einfach mal Tanja in ihrem Zimmer. So, dann Yuki, was hast du jetzt ins Inventar geholt? Na gut, das, die Schwimmerei in Blau, die haben wir schon. Genau, ich habe hier auch noch unbestimmte Pflanzen, die müssten wir theoretisch bestimmen. Nee, das ist der Salbei, den nicht. Versuchen zu bestimmen. Ich versuche einfach mal, ich weiß gar nicht, ob mir das dann gelingt und ob ich das dann weg habe. Und diese, ich weiß nicht, ob ich die behalten soll. Das ist ja so eine Dusche eigentlich, aber für Camping
was auch immer. Naja, gut. So, Yuki, du könntest dann Teile plündern und das hier aufwischen. Und momentan, glaube ich, bist du einfach nur am Logik arbeiten. Ja, ich lasse sie mal ein bisschen und spule derweil mal ein bisschen vor. So, jetzt hört sie auf. Yuki hat die Gebäudekunde-Fähigkeit erworben. Keine Ahnung. Okay, sie hat keine Ahnung, was das ist. War mir auch noch nicht anders klar. Das. Ja, die probiert alles drei. Du bist lustig. Ist ja auch da, keine Ahnung. Und dann ist es weg? Nee. Nee, das eigentlich nicht. Guck mal, du hast noch zweimal Pflanzenproben analysieren hier drin. Genau. Und wir haben ja noch ein paar Frösche drin. Oh, Wirbelerdfrosch. Züchten mit Surfer-Erdfrosch. Gibt es noch einen Surfer-Erdfrosch? Das probiere ich einfach mal. Das mit den Fröschen, da, das ist mir immer noch ein bisschen suspekt und so, weil ich keine Ahnung habe, wen ich mit wem züchten soll. Und ich muss sie züchten und naja, egal. Das wird schon. Irgendwie wird das schon. So, ja. Ich lasse Yuki einfach noch mal ein bisschen weiter hier arbeiten und kümmere mich jetzt mal um Tanja. Tanja, meine Liebe, könntest du mal aufstehen? Wir gucken nämlich mal in die Küche. Ich guck mal 3 Stunden, 52 Minuten bis verdorben, 1 Stunde. Okay, dann den weglegen. Dich wecke ich mal auf. Das hier kannst du aufräumen. Und das würde ich dann nochmal weglegen und das vielleicht essen, wenn es so funktioniert. Ich hoffe mal. So, und ich würde auch euch gerne, das mache ich gerade, nochmal einen anderen Abfalleimer gönnen. Wenn ich jetzt wieder finde, wo das ist. Moment, so. Lagerung. Ach, ich guck mal, als Abfall. Eimer in Mülltonnen. Yay, in Apparate ist der zu finden. Weil ich einfach diesen Mülleimer organisch gut so cool finde. Und dass wir dann auch immer noch was kriegen, das motiviert mich immer am ehesten, dann euch zu helfen. So wie das jetzt zum Beispiel. Und dann bekommt ihr immerhin 30 Simoleons immer. Das ist doch schon mal was, oder? So, Yuki, jetzt beeil dich mal. Ich habe noch ein bisschen was vor mit dir. Ja. Was hat sie noch? Nochmal wieder solch eine Makel-Dingsbums-Blüte. Da kriegen wir zumindest Kohle. Das ist gut. Was machst du? Okay. Ich spule mal wieder ein bisschen vor, denke ich mal. Bis sie das alles erledigt haben, ist ja, das dauert ja ewig hier. So. Und dann kannst du was essen. Sehr schön. Und dann möchtest du irgendwie Soziales und Spaß, okay. Einladen auf, hier abzuhängen. Jay Huntington ist mittlerweile ein Senior geworden, war das vorher auch schon? Ich glaube schon, ne? Als wir ihn eingeladen hatten. Guck mal, den Stefan holen wir uns und Sergio, den finde ich immer noch für Tanja eigentlich sehr passend. Ja, die zwei erstmal. Und Yuki. Yuki ist duschen. Die braucht ja dann auch ein bisschen Soziales und so. Und das helfe ich euch mal gerade wegzumachen. Die singt unter der Dusche. Lalalala. Oh nein, jetzt sind sie beide beschäftigt. Ich glaube, ich krieg. Ach Mann. Okay, Mensch. Das gibt's doch nicht. Wen können wir denn dann holen? John Quinn möchte ich nicht holen und den Gunther, den mag ich auch nicht so wirklich. Lukas, na den Lukas holen wir uns. Und den Malcolm. Mehr als zwei möchte ich jetzt echt nicht haben. Ja. So, jetzt gucken wir mal, ob die zwei Zeit haben. So, und wie sieht es denn mit dir aus eigentlich? Achso, die Kräuterkunde. Wartet mal ganz kurz. Wo haben wir denn einen Bücherregal? So, Bücher kaufen. Und ich möchte gerne nämlich was von Kräuterkunde. Das müsste irgendein grünes Buch sein. Ich denke mal da. Kräuterkunde Band 1 und Band 2 hole ich mir auch gleich.
Oh, Band 3. Von Einsiedler, ach Gott, wie süß. Von Einsiedler von Granite Falls. Und die anderen Michael Wash und Harold Patterson. Okay. Ja, wir holen erstmal Band 1 und 2. Und dann ist es bei Yuki irgendwo drin. Und ach mal, da, warte mal, Yuki. Du kannst dich mal freundlich vorstellen. Und bei ihm auch mal freundlich vorstellen. Wie alt sind die beiden? Ich weiß gar nicht. Teenager, ach du Schande. Und ein Erwachsener. Melody. Er ist noch. Und er ist ein Erwachsener. Hey, verrückter Plan vorstellen und über Grillkäse reden und beste Köder. Und ich hab nämlich angefangen zu angeln. Und das war so cool. kennenlernen den Malcolm und ja, über Geschicklichkeit reden. Und dann würde ich aber sagen, jetzt les mal die Kräuterkunde. Und meine liebe Tanja, warum bist du traurig? Einsam. So. Dann würde ich auch mal sagen, klink dich mal hier mit ein. So, Angeltipps geben. Der ist ein Genie. Vielleicht brauchen wir wieder was Neues für Tanja eigentlich. So, Tanja hat auch so ein paar Sachen hier drin. Ach Gott, das sind zwei unterschiedliche. Guck mal, das habe ich gar nicht so mitbekommen. Hm. Ach so, und bei dir wollte ich doch, glaube ich, das noch ändern in wieder Angler-Ass, ne? Oder? Wollte ich das? Auf jeden Fall mache ich das. Ja, es ist ja gehupft wie gedupft irgendwie von den beiden. Juhu, Candy ist wieder nach Hause gekommen und ja, Candy, den kennst du schon und da stellst du dich gerade nochmal freundlich vor und dann einmal schlafen gehen. Du hast Freitag jetzt, nee, musst du nochmal arbeiten, okay. So, ja, hier, die steht alle vor der Tür. Und ich glaube, Tanja ist von Malcolm ein bisschen... Ah, ja, kennenlernen und Theorie reden und sie ist, glaube ich, also, wow, da könnt ihr, ich flirte mal einfach mit ihm ein bisschen und ich würde nochmal Komplimente über Outfits machen, essen Snob. Guck mal, sie liest hier im Stehen, das ist auch grandios, oder? Vielleicht kann sie aber dann bald mal die ganzen Dinge bestimmen, also von daher soll sie mal ein bisschen machen. Sicher drückt fühlen. Eine lange Beziehung. Oh. Ja, okay. Wir verlassen den Typen. Ich brauche außerdem Vergnügen und Spaß und so. Bring mir Spaß. Oh, Paolo, hallo. Oh, altes Inn. Ach Mann, komm. Ich habe hier gerade Leute da. Es tut mir leid. Lustige Geschichte. Ich muss mal ein paar lustige Sachen machen, gerade mit ihr. Polizistenwitz und jemanden parodieren. So. Candy schläft. Ja. Yuki ist hier und jetzt muss ich mal ein bisschen gucken. Ja gut, ich lasse sie halt einfach mal machen. Ne? Und das ist immer noch irgendwie dran. Mistiger. Aber ich, ja. So, sie parodiert jetzt hier so ein bisschen unsere Tanja. Während Yuki daneben steht. Das ist ja auch grandios. Oder? Irgendwie macht das überhaupt gar keinen Spaß. Doch jetzt, irgendwas hat ihr gerade Spaß gemacht. Bla bla bla. Komplimente was aus. Ja. Und dann lustig. Klopf, klopf, Witze. So, das macht. Irgendwas macht ihr jetzt davon Spaß. Verrückt anfunkeln. Na gut. Und flirten zwischendurch mal. Ach Gott, Tanja, du. Und Yuki haut sich das Buch ins Gesicht, ja. Hallo. Ja, ja, gut. Was macht er jetzt? Eieiei. So, ja, genau. Ihr geht doch mal rein. Also, es ist schon komisch. So, ich verwende mal. Und dann mache ich hier mal Retro hören, meinetwegen. Und dann können wir mal eine Runde tanzen, vielleicht. Hat nicht irgendjemand eine Tanz... Jetzt, was spielt er hier? Eine Tanzfläche einstecken mittlerweile? Hm. Oh, du hast noch so ein paar Sachen drin. Hm.
29 süße Karotten. Und ach Gott, bei dir habe ich gar nicht geguckt mit den ganzen Sachen anscheinend. Egal, nicht so schlimm. Yuki steht immer noch vor der Tür. Die ist echt lustig. So. Wo ist der andere hin? Der ist hier unten nach oben und... Oh, Candy stört's nicht. Und Tanja ist jetzt sehr verspielt. Hast du nicht? Hä? Auf diesem Objekt muss ein... Personal einstellen. Wir können hier mal einen bestimmten anfordern. Den Sebastian fordern wir mal an. Genau, er ist unterwegs. Ja, cool. Solange helfen beiden kitzeln. Oh. Oh, wo? Yuki. Achso, Yuki ist schlafen gegangen. Warst du müde, Yuki? Okay. Das möchte ich nur dir wieder geben, damit ich mich erinnere, dass du das hast. So. Was macht sie denn da? Retro hören. Ach so. Das geht auch. Ich sehe gar nicht, dass da Musik an ist. Hm. Komm, kitzel mal das Elfenbein. Das macht dir bestimmt doch hoffentlich auch Spaß. Ja, das ist mittlerweile, finde ich das irgendwie auch ganz, ganz cool, so die, diesen Flur, ja, finde ich sehr interessant. So, Lukas guckt irgendwo hinten Fernsehen und, ich muss los, ja, okay. So. Bewässern und weiterentwickeln. Und Sebastian Jakob kommt zum Dingsen. So, ich glaube, ich sage aber jetzt für heute erstmal ein Tschüss und Goodbye. Jetzt haben wir noch ein bisschen einen größeren Garten bekommen durch die Kuh. Die braucht ja echt unheimlich viel Platz. Das habe ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Oh, wir könnten... Guck mal, hier steht ein Morchel. Ich dachte, wir wissen nicht, was das ist. Mit einer Morchel können wir die Kuhpflanze hier mal düngen. Das mache ich gerade noch so. Und dann sage ich aber erstmal ein Tschüss und Goodbye. Wir sehen uns dann in einer nächsten Runde wieder, wenn es dann weitergeht. Und Yuki, du solltest doch irgendwie... eine App oder so. Guck mal, Handy-App programmieren. Das fände ich cool, wenn du das machst. Candy ist auch schon wach. Meine Güte, okay. Dann hat sie jetzt wahrscheinlich einfach Hunger. Nee, irgendwie zuschauen. Okay, sie, ja. Oh, verbessern. Nö, geht gar nicht. Tanzen. Warum kann ich nichts verbessern? Ah, mir fehlen Teile. Zwei Teile für Elektrogeräte. Okay. Na gut, ich sag jetzt Tschüssi, bis zum nächsten Mal. Eure Sakinado. Ciao, ciao.